Gelesen aus 365 mal er von Wilhelm Busch. 27. April. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Johannes 21, Vers 5. Habt ihr nichts zu essen? Stellen wir uns nur mal vor, uns würde diese Frage jetzt, heute gestellt. Doch, würden wir antworten, und dann dächten wir an die Vorräte im Kühlschrank und an die gefüllten Läden. Ja, und es fiele uns ein, dass wir ja weniger Schlagobers essen wollten, weil das Gewicht mal wieder erschreckend zunimmt. Welch andere Lage als in unserem Textwort. Der Herr Jesus fragt einige Fischer, die am Morgen von der Arbeit zurückkommen. Ihre Netze waren leer geblieben. Nun können sie sich nicht einmal ein paar Fische zum Frühstück braten. Nein, antworteten sie, als sie gefragt werden. Habt ihr nichts zu essen? Nein, wir hungern. Und nun ist es mir, als sehe ich im Geiste die Massen der Hungernden in der Welt. Für sie alle sprechen diese Jünger ihr hartes Nein. Nein, wir haben nichts zu essen. Der Herr Jesus sah die bittere Not dieser Männer, und er möchte gern, dass seine Jünger sich von ihm die Augen leihen, um die Dinge so wirklich zu sehen wie er. Sehen wir die Hungernden? Nein, wir haben nichts zu essen. Das ging dem Herrn Jesus ans Herz. Ob es auch denen ans Herz geht, die nach ihm genannt sind, uns Christen? Wie schnell zucken wir die Achseln und sagen: Was kann ich da schon tun? Das ist es ja gerade. Sehen sollen wir die Not. Hören sollten wir den Schrei. Nein, wir haben nichts zu essen. An das Herz sollte es uns gehen. Geweint haben wir vor Freude, als wir nach dem letzten Krieg im Ruhrgebiet hungerten und dann das erste Paket aus dem Ausland kam. Aber haben wir schon geweint vor Jammer über den Hunger der Welt? Herr, gib uns ein Herz, das Teil hat an der Not der Welt. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Herzlichen Dank für dein Abo, deinen Daumen hoch und deinen Kommentar. Teile gerne meine Videos, somit erfahren mehr Menschen von Gott. Weitere Informationen findest du in der Infobox unterhalb vom Video. Jesus Christus segne dich.